Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Karl Mühner. Ich bin Geschäftsführer der Damovo Deutschland und der Damovo Schweiz. Und ich möchte Ihnen heute das Thema Unified Communication und die optimalen Betriebsmodelle für Ihr Unternehmen etwas näher bringen. Bevor ich allerdings über Betriebsmodelle spreche, würde ich ganz gerne noch mal kurz über Unified Communication sprechen, ein Thema, das ja als Schlagwort in den letzten Jahren wirklich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Wenn ich mir anschaue, wie wir über viele Jahrzehnte kommuniziert haben, dann war das im Wesentlichen die Telefon-zu-Telefon-Kommunikation. Und das hat schon viel mehr im Unternehmen an Wertschöpfung gebracht, als damals noch die Zeiten, wo es schwierig war, miteinander zu sprechen. Aber heute ist die Welt anders. Heute ist die Welt über eine IP-Wolke miteinander verbunden. Das heißt, egal, ob Sie heute mit einem Telefon kommunizieren oder eben ob mit einem Mobilgerät oder einem Computer, die Geräte sind miteinander verknüpft. Was aber noch wichtiger ist als die Gerätevielfalt, ist eigentlich, dass sie unabhängig von verschiedenen Kommunikationsformen geworden sind und tatsächlich neue Kommunikationsformen auch mit einbringen können. Da ist einmal die Sprache, da ist einmal das Bild, da ist das Video, der Chat als ganz neue oder Instant Messaging, ganz neue Kommunikationsmethode, die ja auch unsere Jugend heute schon mehr als ausführlich in ihren privaten Kommunikationskanälen nutzt. Hinzu kommt noch, und das darf man nicht vergessen, dass in jedem Unternehmen sehr viele Anwendungen, Applikationen sind. Und diese Applikationen sind ebenso mit diesem Netzwerk verbunden. Und wenn ich das Ganze jetzt hier betrachte, dann ist es die optimale Verbindung aus Geräteunabhängigkeit, aus Medienvielfalt und Integration in Applikationen, was man heute Unified Communication nennt. Dadurch schaffen wir optimale Geschäftsprozesse. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, im Folgenden möchte ich Ihnen die Betriebsmodelle für Unified Communication etwas näher bringen. Traditionell ist ja der Eigenbetrieb, speziell in größeren Unternehmen, noch vorherrschend. Was versteht man eigentlich unter Eigenbetrieb und was heißt es im Zusammenhang mit Unified Communication? Eigenbetrieb heißt zunächst mal, dass Sie die Technik in ein Hosting-Center in Ihrem eigenen Unternehmen betreiben müssen. Das ist in Ordnung, wenn Sie eins betreiben, ist schon mal ein Problem, wenn Sie natürlich keines haben. Was aber wichtig ist auch für den Eigenbetrieb, Sie brauchen Mitarbeiter, die entsprechend qualifiziert sind, die die Technik kennen, die sich ständig weiterbilden und so eben am Zahn der Weiterentwicklung sich nicht festbeißen, sondern wirklich auch mitleben, was die Zukunft der Technologie eben auch fürs Unternehmen bringt. Drittens, Sie müssen investieren. Sie müssen investieren in Hardware, in Software, in eine Technologie, die je nach Größe durchaus einige hundert Euro pro Mitarbeiter darstellen kann. Sie müssen Ihre Netze, die IP-Sicherheit, die Funktionsfähigkeit, die Verfügbarkeit genau überprüfen, um tatsächlich auch ein funktionsfähiges System zu haben. Und Sie müssen es, hier habe ich eine kleine Person noch mal reingezeichnet, Sie müssen es natürlich auch betreiben. Jetzt kommt etwas, was also viele vergessen, dass ja das Ganze nur im Zusammenspiel mit einer Terminierung dieser entsprechenden Anrufe, sei es Video oder Voice, bei einer Telekom oder Arcom, hier nur als Beispiel genannt, ins Festnetz oder eben auch ins Mobilfunknetz funktionieren kann. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie so ein Projekt aufsetzen und Sie würden heute bei Null starten, sagen wir mal, wir wären jetzt hier im Jahre 2010, dann sind Sie vor 2012 auf keinen Fall so weit, dass Sie ein System in Betrieb nehmen können, das dann integriert ist in alle Anwendungen. Wie schaut es beim Managed Service aus? Der Managed Service hat einen großen Vorteil. Sie brauchen für den Betrieb keine Mitarbeiter. Sie haben hier im Wesentlichen Kosten, die pro Monat anfallen, aber die kalkulierbar sind. Sie können optional eben auch die Investitionskosten dadurch reduzieren, dass Sie in den Managed Service optional die Investitionen mit einkalkulieren. Das Gleiche gilt eventuell für die IP-Netze. Unsere Erfahrung ist allerdings, dass in dem Managed Service Bereich durchaus größere Netze heute noch nicht mit eingebracht werden. Aber es ist eine Option.
Beim anderen bleibt alles gleich, aber dadurch, dass Sie Erfahrung mit einbringen, haben Sie den Vorteil, dass Sie durchaus um ein Jahr Ihr Projekt verkürzen können und auch nicht sicherstellen müssen, dass Sie für den Betrieb das entsprechende Know-how haben. Die dritte Option ist das Hosted-Modell. Hier natürlich ein großer Vorteil, Sie brauchen kein eigenes Rechenzentrum. Wenn Sie das ohnehin betreiben, können Sie sagen, Sie stellen es mit rein, aber Sie brauchen ja auch das Know-how hierfür. Das fällt hier auch weg. Das heißt, hier haben Sie auch wieder Euro pro Monat, die Sie kalkulieren können. Und das geht bis hier runter. In der Regel allerdings haben Sie auch noch nicht die entsprechenden Vorteile dadurch, dass Sie die Netze mit den großen Providern optimieren. Und das letzte Modell, heute modern als Cloud-Service, Software-as-a-Service bezeichnet, wir nennen es im Zusammenhang mit Kommunikation Unified Communication as a Service, hat natürlich einen ganz großen Vorteil. Es ist voll integrativ und wird also bis hin zur Terminierung alle Kommunikationsthemen und Kostenthemen optimieren. Das heißt, hier sprechen Sie in der Regel von 3 bis 6 Monaten Implementationszeit und nicht von Jahren. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Sie fragen sich wahrscheinlich nun, was ist denn für mich jetzt das beste Betriebsmodell? Und deswegen möchte ich zum Abschluss meiner kleinen Präsentation die wesentlichen Vor- und Nachteile nochmal zusammenfassen. Abgesehen davon, dass Sie sich natürlich entscheiden müssen, über welchen Zeitraum Sie tatsächlich die Wertschöpfung einer Unified Communication Lösung darstellen wollen, ist natürlich ganz, ganz wichtig, welche Tiefe der Applikationsintegration Sie für sich beanspruchen. Das ist im Eigenbetrieb naturgemäß am leichtesten möglich, wenn Sie also sehr tiefe Anwendungen wie ERP, wie CRM und so weiter unmittelbar integrieren wollen und müssen große Callcenter betreiben, dann mag das für Sie immer noch die beste Lösung sein. Wenn Sie flexibel agieren wollen, viele Außenbüros haben, die vielleicht sich auch verändern, wenn Sie starkes Wachstum haben, wenn Sie nur für das zahlen wollen, was Sie im Moment benötigen, dann ist für Sie UC as a Service die beste Option. Im Einzelfall müssen Sie das natürlich selbst bewerten. Wir helfen Ihnen gerne dabei. Alle anderen Optionen liegen im Mittelfeld und mögen auch mal ein Optimum darstellen. Herzlichen Dank.